Viele Unternehmer äußern den Wunsch, dass sie gerne faule Äpfel im Unternehmen austauschen möchten. Und als faule Äpfel bezeichnen viele Unternehmer Mitarbeiter, die sich nicht richtig mit dem Unternehmen identifizieren, die nicht besonders motiviert sind und keine Lust haben zu arbeiten. Und das Problem ist, dass wenn du einen faulen Apfel in einen Korb voller gesunder Äpfel steckst, was passiert? Natürlich, die gesunden Äpfel werden plötzlich auch angesteckt. Das heißt, es stellt durchaus eine Gefahr dar, wenn man Mitarbeiter hat, die keinen Bock haben, wenn man die zusammenbringt mit dem Team, wo alle motiviert sind, dann kann es sein, wenn da so ein Stinkstiefel ist, dass sich plötzlich die anderen motivierten Mitarbeiter von diesem einen Mitarbeiter anstecken lassen und im schlimmsten Fall die Produktivität des gesamten Teams abnimmt. Und jetzt könnte man sich ja normalerweise sagen, ja, warum kündigt man den Mitarbeiter nicht einfach und tauscht ihn eben durch einen guten, gesunden Apfel aus? Und das Problem ist, dass viele Unternehmer keine richtige Alternative haben und sagen, ja, ich befinde mich hier in einem überhitzten Arbeitnehmermarkt, ich habe einfach keine Idee, wer auf die Stelle, ich finde einfach nicht den passenden Kandidaten für diese Stelle. Und das geht teilweise so weit, dass sich viele Unternehmer erpressbar fühlen. Das heißt, sie kommen morgens ins Büro und die sagen, ich kann die Nase eigentlich gar nicht sehen, aber irgendwie, ich muss den hier behalten, damit die Aufträge abgearbeitet werden können, weil ohne den Mitarbeiter ist das Ganze noch schlimmer. Und das ist natürlich kein Zustand. Und jetzt ist die Frage, wie kommt das eigentlich, dass ein solch fauler Apfel überhaupt im Unternehmen arbeitet? Und wir haben hier die drei Top-Fehler und häufigsten Gründe dafür identifiziert. Und einer der Gründe ist, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass die meisten Unternehmen keinen klaren Einstellungsprozess haben und das dazu führt, dass die Mitarbeiter einfach falsch ausgewählt werden. Und gerade bei überhitzten Arbeitnehmermärkten machen wir die Erfahrung, es gibt gar keinen klaren richtigen Einstellungsprozess, denn eine Bewerbung geht ein, halbwegs passend, der Unternehmer nimmt schnellstmöglich den Telefonhörer in die Hand, ruft den Kandidaten an, aus Sorge, der Wettbewerb würde den Kandidaten wegschnappen. 5 Minuten vorm Vorstellungsgespräch wird mal so der Lebenslauf gelesen. Im Vorstellungsgespräch selber werden die Fragen gestellt, die gerade aus dem Bauch heraus so kommen. Im Vorstellungsgespräch, wenn der Kandidat richtig geeignet ist, hat man schon fast das Gefühl, man würde sich als Chef bei dem Bewerber bewerben. Teilweise geben Chefs die Zusage sogar noch im Vorstellungsgespräch und dann hofft man, dass er sich doch nach dem Vorstellungsgespräch fürs eigene Unternehmen entscheidet. Und du merkst schon, viele Unternehmer, die eh nicht die richtigen Mitarbeiter bekommen, treten in diesem gesamten Einstellungsprozess als Bittsteller auf. Und wie soll man als Bittsteller herausfinden, ob ein Kandidat wirklich fürs Unternehmen geeignet ist oder nicht? Und da machen wir die Erfahrung, die meisten Unternehmen haben einfach keinen guten Einstellungsprozess, weil sie sagen, ja, ich finde die Kandidaten nicht und sind der Meinung, so auftreten zu müssen. Was ist also die Lösung? Die Lösung ist ein richtiger Einstellungsprozess, der eben implementiert wird, der professionell ist. Oder zweiter Grund, dass viele Unternehmer sagen, naja, ich bin nicht so richtig von dem Kandidaten überzeugt, aber ich stelle ihn trotzdem ein. Das heißt, sie wussten bei der Einstellung schon, dass der Kandidat eigentlich nicht richtig geeignet ist und haben ihn trotzdem genommen in der Hoffnung, naja, vielleicht entwickelt der sich ja. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, wenn ein Bewerber dich im Vorstellungsgespräch, in diesem ganzen Einstellungsprozess nicht überzeugt, dann ist die Wahrscheinlichkeit unglaublich gering, dass anschließend der noch wie Phönix aus der Asche springt und sagt, ich bin genau, das ist genau der Kandidat, den du gerne haben möchtest. Wenn du kein gutes Bauchgefühl hast, wenn es kein Hell Yeah ist, dann ist es ein Nein. Und jetzt kommt wahrscheinlich der Einwand von dem einen oder anderen Unternehmer, sagt, ja gut, aber dann habe ich ja gar keine Leute mehr, wenn ich jetzt nicht mehr die halbwegs guten oder halbwegs schlechten einstelle. Und die Lösung des Problems liegt aber nicht darin, dass jetzt Leute eingestellt werden, von denen man eigentlich schon weiß, dass sie nicht passen, sondern die Lösung des Problems liegt darin, dass man sich Gedanken macht, was kann ich denn tun, um als Arbeitgeber mehr Bewerbung zu bekommen. Das heißt, nicht hinten einfach irgendwelche Leute nehmen, die nicht passen, sondern was kann ich tun, damit vorne in den Topf mehr Leute reinfließen. Wie genau das funktioniert, dafür gibt es andere Videos hier auf diesem Kanal, wo wir genau das thematisieren. Und Punkt Nummer 3 ist, dass wir die Erfahrung machen, dass viele Unternehmer teilweise bestimmte Mitarbeiter falsch führen. Und das hat eine gute, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass wir die Erfahrung machen, dass man so bei 70-75% aller sogenannten faulen Äpfel die Möglichkeit hat, die wieder zu richtig guten, gesunden Äpfeln zu machen, zu A-Mitarbeiter. Und die schlechte Nachricht an dem Ganzen ist, das Ganze hat mit dir zu tun. Und jetzt ist es natürlich deutlich angenehmer als Chef zu sagen, naja, das sind irgendwie meine Mitarbeiter, die sind doof, die haben die falsche Nase.
Häufig machen wir aber die Erfahrung, die Mitarbeiter sind nur der Spiegel vom Chef. Sowohl die guten als auch die Mitarbeiter, die vielleicht nicht passen. Und was wir tun, um eben herauszufinden, dass diese Mitarbeiter wieder, was man als Chef tun kann, damit diese Mitarbeiter wieder performen, ist folgendes, dass wir eine anonyme Mitarbeiterumfrage machen. Da machen wir die Erfahrung, die meisten Unternehmen haben das noch nie gemacht. Vielleicht auch ganz bewusst, wenn man sagt, ich will das gar nicht unbedingt wissen. Wenn dem so ist, dann darf man sich nicht wundern, dass es unzufriedene Mitarbeiter gibt. Kann auch dir aus Erfahrung sagen, wenn du das als Chef machst, eine anonyme Mitarbeiterumfrage, bekommst du Dinge raus, sowohl positive als auch Dinge, die du verbessern kannst, die du vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm hast. Und jetzt passiert Folgendes. Es ist ja so, dass du vielleicht gegen einen bestimmten oder mehrere Mitarbeiter unangenehme Gefühle hast. Und das Ding ist, dass der Mitarbeiter ja nicht denkt, ich bin super zufrieden, ich habe einen tollen Chef, ich habe ein tolles Unternehmen. Sondern offensichtlich wird es ja auch was sein, was den Mitarbeiter stört. Dadurch, dass du ihn jetzt um seine Meinung bittest, der sich mal auf Deutsch gesagt auskotzen kann, führt das dazu, dass wenn er das Gefühl hat, wirklich verstanden zu werden, gewisse Dinge sich auch verändern, der plötzlich sich gesehen fühlt und dann auch wieder anfängt zu performen. Und das ist das Schöne und das sollte auch die Quintessenz dieses Videos sein. In vielen Fällen ist es so, wie gesagt, 70-75% haben wir die Erfahrung gemacht, kann man faule Äpfel wieder zu guten A-Mitarbeitern machen. Was eben dazu wichtig ist, dass man mal anhört, welche Bedürfnisse sind da eigentlich verletzt, was möchten die Mitarbeiter eigentlich. Und wenn man da als Chef richtig drauf eingeht und die Umfrage eignet sich da als wunderbares Mittel, wichtig, dass die anonym ist, dann hat man die Möglichkeit, auch viele faule Äpfel wieder vom eigenen Unternehmen zu begeistern. Und wenn du sagst, das sind jetzt mal spannende Impulse, Fehler 1, 2 oder 3, da findest du dich ein bisschen wieder in dem einen oder anderen und sagst, du möchtest das Thema gerne beheben, dann trag dich gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch und dann werden wir mal gemeinsam schauen, welche konkreten Schritte geeignet sind, damit du keine faulen Äpfel mehr im Unternehmen hast, sondern nur noch die Mitarbeiter, die sich mit dir als Chef und deinem Unternehmen identifizieren. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Ganzen einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.